Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch heute werfen wir wieder einen spannenden Blick in das Reich der Tiere. Unser heutiges Thema: der Propeller-Gorilla. Der Propeller-Gorilla hat eine Größe von 1,70, ein Gewicht von... Hast du nicht gesehen? Und eine Spannweite von hier bis Oktober. Der Propeller-Gorilla ist ursprünglich eine Erfindung der Kommunisten gewesen. Hier, Kommunisten, ja. Die in einer Wodka-Laune die Deutschen ausspionieren wollten. Aber das ist eine andere Geschichte, Blättern. Ja, oh, ja, ja, ja. Andere Geschichte, hören statt hören. Ja, andere Geschichte. Wie man sehr schön sehen kann, en garde, oui. Zurück zum Propeller-Gorilla, ja. Der Propeller-Gorilla erreicht eine maximale Flughöhe von 250 Fuß. 4, 3, 2, 0, 4, 4, 5, 5. Und bei guter Witterung hat er einen Affenzahn drauf. Ja. Damit der Propeller-Gorilla während seines Fluges Nahrung findet, hat man gelbe Krummfrüchte auf Palmen gepflanzt. Ja. Nicht das, was ich denke, sie Ferkel. Heute bekannt als Bananen. Bis in die heutige Zeit wurden die Flugaffen ständig weiterentwickelt. Da haben wir zum Beispiel das Düsenäffchen. Oder den berühmten... ja, Moment mal. Haben wir den berühmten, ja, Überschallaffen King Kord. Und das nächste Mal zeige ich Ihnen meine Unterwäsche, meine Garnitur, ja. Also, ja, meine Damen und Herren, damit Klappe zu und Affe tot.